Moin meine YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Zeitkapsel. Und heute haben wir einiges aufgetankt, was wir heute euch alles zeigen werden. Diesmal wieder mit einem kleinen, ja, wie sagt man es so schön, kleiner Warteperiode. Denn wir haben den Januar, wo ich hätte auch eine Episode schon mal vorproduzieren können, Januar 2022, um genauer zu sein, hätte ich eine vorproduzieren können. Das Problem war halt wieder, Konami und Verschiebungen sind momentan halt produkttechnisch extrem viel los und deswegen habe ich gesagt, das machen wir dann quasi für die Februar-Session. Und heute, jetzt am 1. März 2022, nehmen wir diese Episode auf, wo wir halt wenigstens zwei Set-Releases hatten. Zwei Set-Releases in zwei Monaten ist schon etwas dürftig. Die nächsten Wochen sollen angeblich besser werden. Wir werden mal schauen, ob da nicht auch dann wieder das ein oder andere verschoben wird. Das ist für mich aber heute irgendwie gefühlt nicht so richtig das Thema. Denn der Februar war crazy, Alter. Ich bin gespannt, wo meine Zukunft sich nachher gelandet ist. So viel Kram wie diesen Monat ist, glaube ich, schon lange nicht mehr in meinem Leben passiert. Ich glaube, 2014 lässt er ein bisschen grüßen bei mir. Wow, das passt sogar vom Jahr her mit dem meinen Konflikt. Wow, das jetzt gerade nicht dazu. Meine Frau wurde nach einer Woche wieder rausgeworfen bei ihrem neuen Job, weil die doppelt besetzt haben. Ja, nice. Wie kommt man denn dazu? Das heißt, ich bin jetzt gezwungenermaßen in der Pflicht, als Einziger, der halt irgendwie noch einen Job hat, neben dem YouTubing halt erstmal den Job weiterzumachen, den ich ja jetzt schon 3 Monate inkognito gemacht habe. Darf ich nochmal ein halbes Jahr, habe ich verlängert und dann gesagt, Alter, dann machen wir es nochmal ein halbes Jahr länger. Ich bin total am Ende, ich kann nicht mehr, aber wir müssen da durchplauen, durchpushen. Meine Frau hat wieder neue Bewerbungsgespräche und da hoffen wir mal, dass das irgendwie klappt, sodass ich halt wenigstens zum Ende September einfach aufhören kann damit. Ich würde gerne einfach mal ein bisschen mich mehr hier auf meinen Content konzentrieren. Und ja, das ist nicht das Einzige, was passiert momentan. Ich bin gespannt, wie das dann bei euch ist. Bis dahin, ob das mittlerweile vergessen ist oder ob die Welt sich komplett verändert hat. Vor einigen Tagen, ich glaube am 24. muss das gewesen sein, ist Russland in die Ukraine einmarschiert und wir haben dort Krieg. Wir haben da eine humanitäre Katastrophe. Der ganze Westen solidarisiert sich gegen Russland. Das hat man schon so auf diese Art und Weise halt, ich persönlich selbst halt noch nie erlebt, so eine Situation. Und Eine Menge Kram. Ihr könnt mir gerne sagen, wie diese ganzen Sachen ausgegangen sind. Ich weiß es jetzt nicht. Ich hoffe einfach, dass überhaupt diese Episode irgendwann ausgestrahlt wird, dass das halt irgendwie nicht, dass wir hier nachher auch noch weggebombt werden oder so. Und dann halt dieses Video gar nicht re-released wird. Wir befinden uns jetzt erstmal am 1. März 2022 und das Interessante ist, wir haben am 28. Februar 2021 mit diesem Format angefangen. Also sprich genau ein Jahr her. Und bisher ist immer noch keine einzige Episode davon ausgestrahlt worden. Ja, ich habe mir extra dafür die nächsten, also ich werde noch die nächsten 2 Wochen arbeiten und, oder eine Woche noch arbeiten, also diese und nächste Woche, muss ich mal reinschauen. Und werde dann mich voll konzentrieren darauf, hier für dieses Format allgemein erstmal die Musik zu komponieren, fertig zu machen und allgemein so das Format, so System so ein bisschen so hinzukriegen, dass ich weiß, was mein Zukunftssicht macht. Denn mein Zukunftssicht für die Episode Nummer 1 ist nicht mehr weit entfernt. Die nächste Episode, die wir hier pre-producen oder vor-releasen werden, die dann hoffentlich mit ein paar neuen Produkten wieder am Start ist, wird dann die erste sein, wo ich auch endlich mitbekommen habe, wie das Format angekommen ist, ob das die Leute cool finden oder nicht, ist ein ganzes Jahr gewesen. Kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir die erste Episode aufgenommen haben. Jetzt habe ich schon ordentlich viele andere aufgetankt und vorbereitet. Daher, erzählt mir. Zu dem Zeitpunkt ist wahrscheinlich schon, keine Ahnung, wie viele Episoden released worden. Ich weiß nicht, ob das dann cool ist oder nicht. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Das ist so viel Zeug, was in diesem Monat passiert ist, ey. Ich hoffe einfach, dass ich demnächst irgendwie mit meinem Frieden habe und einfach, das machen kann, worauf ich Bock habe. Und ich hoffe, dass noch unser Haus dann hier auch entsprechend steht bis dahin. Und nicht, dass wir hier irgendwie ins Ausland auch fliehen müssen, weil dann hier irgendwie der dritte Weltkrieg ausbricht. Keine Ahnung. Kommen wir dann zurück zu Yugi. Wir haben hier einiges dabei, nicht nur die neuen Produkte, ich habe noch ein paar alte dazu geworfen, damit die Box ein bisschen voller aussieht. Steigen wir ein und ich zeige euch alles, was ich da reingetan habe. Und ja, Mann, ich hoffe, das geht alles gut aus. Gut, dann steigen wir ein mit dem ersten Display und wir fangen erstmal mit noch ein bisschen so
Resteverwertung an mit dem, was wir so alles hier noch rumliegen haben. Zum Beispiel noch Genesis Impact. Ich glaube, das haben wir auch in der allerersten Episode, glaube ich, auch schon mit reingetan, wenn ich mich recht entsinne. Die wird ja jetzt demnächst, glaube ich, released. Also die wird ja demnächst released werden. Ich habe halt das Paket noch nicht aufgemacht, aber ich glaube, wir hatten Genesis Impact damals auch schon reingetan, weil es lag halt damals noch rum. Momentan bei knackigen 45 Euro. ja, nicht so der Burner, auch wenn es Support gab zwischendurch jetzt für das Deck. Ich glaube, das war das in Bode? Oder war das... Und das jetzt hier im Bach, ich komme mit den ganzen Sets letzter Zeit durcheinander, wo es halt entsprechend das Link-Monster für die gab, aber so richtig abheben tut es halt immer noch nicht. Drytron wird halt schon gehittet und das kriegt jetzt irgendwie auch noch so halb hier und da Support das Magistus-Deck, aber so richtig abheben tut es nicht. Weswegen, ja, wir halt noch ein bisschen Sets hier, denke ich mal, abgeben können und auch abgeben werden. Deswegen würde ich sagen, legen wir den mal hier dazu. Dann haben wir natürlich den Klassiker, den wir immer gerne mal mit reinnehmen, weil ich eh noch genug davon habe. Phantom Rage. Hat sich ein bisschen erholt letzten Monate, so von ja, dem Reprint-Welle von der Megatin. Mittlerweile geht es 51 Euro. Es ist noch nicht so stark zurückgegangen. Ist auf jeden Fall besser. Ist, glaube ich, kurz nach dem Release. Da war es halt noch viel, viel günstiger. Als das Set rauskam, was sehr, sehr cool ist. Und die Tin hat natürlich ihr Nächstes beigetragen, sodass das Set halt noch ein bisschen weiter zurückgeworfen wurde, aber ich glaube, das erholt sich langsam. Ich bin mal gespannt, ob das mein Zukunft sich, wenn das übernimmt, mal auch wieder gestiegen ist oder nicht. Da bin ich mal gespannt und ja, schauen wir mal rein und gucken mal. Legen wir das mal hier mit dazu. 51 Euro das Stück. Dann haben wir einen der neuen Set-Releases mit dabei, The Grand Creators, gleich zweimal. Natürlich favorisiert von vielen Spielern aufgrund der dort drin enthaltenen Abenteuer-Engine, die extrem stark ist und deswegen halt auch sehr viel geht momentan. Die Exorcister sind jetzt vielleicht nicht so spannend und auch die Punks sind so ein bisschen die, ich habe das Gefühl, die kommen so langsam, dass die so ein paar Karten sehen, so, aha, so mit Psychic kann man das eine oder andere tun, so als eigenes Deck noch nicht, aber vielleicht so als Engine ist es gerade ganz interessant zu spielen. Und ja, da haben wir uns zwei Displays zur Seite gelegt. 50 Euro geht es momentan das Stück, was ein bisschen weird ist dafür, dass halt da so viele wertvolle Karten eigentlich drin sind. Im Verhältnis, wenn man es mal vergleicht so zu anderen Sets wie Genesis Impact oder Ancient Guardians, so die direkten Vorgänger, ist es schon ein bisschen schwach. Aber auch nicht so schwach wie Verhältnis zu den anderen. Liegt vielleicht auch daran, dass es halt einfach keine Secrets und Super Rares mehr gibt. Ich bin gespannt, ob Konami das System jetzt ewig so halten möchte oder wieder so das künftige Verfahren ist mit den Sets. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen abgestumpft mit den Rares und den garantierten Supers, dass man da vielleicht doch sich für ein bisschen mehr Abwechslung freuen würde demnächst, dass man da vielleicht ein bisschen mehr durchmixt und das ein bisschen cooler macht. Nichtsdestotrotz sind das halt gemeinsam 100 Euro, die wir hier insgesamt dann halt auch zurücklegen werden. So. Dann kommen wir zum zweiten Neu-Release, der mit dabei ist, Battle of Chaos. Interessantes Set, was halt ein bisschen die Rarity-Verteilung verändert hat mit dem versteckten Dark Magician da drin, der, glaube ich, gefühlt so einmal pro Case drin ist. Und einigen interessanten Dark Magician-Support, der halt auch wahrscheinlich in vielen anderen Decks genutzt werden kann. Das Ritualmonster ist sehr gut. Da gibt es so viel interessante Karten drin. Da bin ich mal gespannt, wie sich das verhalten wird. Das letztjährige Frühjahrsset, weil Frühjahrsets sind normalerweise die halt am längsten brauchen für den Reprint in der Megatin. Da wird ja gar nicht dieses Jahr drin sein, sondern das Jahr da drauf. Was mit dem Set dann so sein wird, weil Blazing Vortex letztes Jahr hat nicht wirklich performt, so richtig, auch wenn das halt auch jetzt erst dieses Jahr reprintet wird mit dem Inhalten, ist es ein bisschen schade gewesen. Ich bin gespannt, ob Battle of Chaos sich da ein bisschen besser halten wird. Momentan ist es noch sehr, sehr gut mit 55 Euro für das Display in Deutsch, was sehr, sehr cool ist. Und lass mal gleich gucken, ich weiß gar nicht, wie ich das gleich vom Platz da mache. Habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Und dann haben wir nochmal natürlich Battle of Chaos, einmal in Englisch, etwas günstiger bei 53 Euro. Haben wir einfach gesagt, nehmen wir mal ein deutsches und ein englisches und legen jeweils eins zur Seite, damit wir ja einfach zwei Displays haben davon, was sehr, sehr cool ist. Genau wie bei The Grand Traders, wobei da hatte ich halt einfach keine englischen mehr über. So, und dann kommen wir zum letzten Set, was wir hier dabei haben, was ein bisschen weird ist, denn der Release ist schon halt... Das sind fünf Monate her ungefähr. Nämlich Structure Deck Cyberstrike. Das ist ja sehr beliebt gewesen, vor allem wegen der unendlichen Unbeständigkeit, die da drin ist. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Karte. Aber ansonsten ist halt da nicht so viel cooler Kram drin, halt außer diesen guten Reprint. Und das Set war halt relativ schnell vergriffen und auch zugeteilt worden, als es released worden ist, obwohl es ja halt ja so lange nach hinten verschoben worden ist, weil es eigentlich ja ein Sommerset letzten Jahres gewesen ist. Wo man dachte, okay, ja,
es wurde ein Reprint announced für das Set, was, ich weiß gar nicht, wann das sein soll. Irgendwie gefühlt haben die gesagt, April oder Mai irgendwie soll der Reprint davon sein. Ich habe bisher noch keine richtige Bestätigung, also wo es halt eine Unlimited Edition geben wird. Aber irgendwie hat mein Großhändler halt noch mehr First Editions irgendwo zusammengekratzt und mir die einfach nochmal zugeliefert, weil ich hatte halt ja nicht meine komplette Bestellung damals beim ersten Mal bekommen. Und ich war sehr überrascht, dachte ich mir so, okay, nehme ich gerne mit. Ist halt immer noch ein cooles Set und ich bin gespannt, das ist halt theoretisch halt auch so ein, wie das Original Cyberstrike Structure Deck oder das Original Cyber Drachen Structure Deck, das könnte eine sehr coole Sache sein, die nachher zwar halt immer noch die Infinite Impermanence drin habe, die vielleicht wahrscheinlich schon öfters mal reprinted worden ist, dann bis zu dem Zeitpunkt, aber mit sehr viel Support rund um Cyber Dragons, das halt ja sehr weiterhelfen kann, vielen Cyberdrachen-Einsteigern und die wollen dann vielleicht dieses Deck haben und das könnte so ein bisschen so ein Mix aus Nostalgiekeule und Competitiveness nachher sein. Momentan hat sich so der Preis ein bisschen abgekühlt, der ist jetzt nicht mehr so hoch wie beim Release, da waren die Dinger, glaube ich, bei irgendwie 9 Euro, jetzt sind sie momentan so bei 7 Euro rum das Stück, das heißt insgesamt, das gesamte Display ist so bei 56 Euro. Und ja, ich muss mal gucken, wie kriege ich das Display am besten rein. Ich glaube, ich muss das Battle of Chaos so machen. Und dann so. Ja, so passt das relativ gut. Relativ gut, ja. Man kann den Karton nicht lesen. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Das müssen wir kurz mal fixen. Ja, so passt das nun richtig. ja, Tetris begeistert, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir packen das Ding gleich ein. Wir haben insgesamt einen Wert von 360 Euro hier in der Kiste. Und ich bin gespannt, wie sich das verhalten wird. Ich werde das Ding jetzt einmal einpacken. Und ja, sehen wir uns gleich wieder. So, dann verabschiede ich mich hier von euch. Ich übergebe an mein Zukunfts-Ich und ich bin gespannt, was der alles so zu berichten hat. So, da sind wir wieder in der Zukunft und ich bin gespannt, was wir hier drin haben. Dadurch, dass es ein Bach-Case ist, nehme ich mal an, dass hier Battles of Chaos drin ist. Da müssen doch wahrscheinlich die Grand Creators drin sein. Aber ansonsten habe ich irgendwie gar keinen Plan mehr, was sonst noch alles dabei ist. Vor allem, weil das ganze Paket auch so schwer ist. Das muss ja dann noch mit irgendwelchem anderen Kram zugeladen worden sein. Es hat wieder ein bisschen gedauert, bis wir diese Zeitkapsel endlich ja jetzt angefasst haben. Aber die haben wir auch ein bisschen später gepackt als üblicherweise die anderen. Wir haben letztes Jahr ein bisschen das entspannter gemacht. Nicht ganz so viele Zeitkapseln gedreht, aber dafür ein bisschen mehr gesammelt. Deswegen ich schon mal gespannt bin, jetzt was wir hier dabei haben. So, das ist nochmal das Update für alle, die jetzt schauen. Und jetzt gucken wir mal und lassen uns überraschen, was da drin ist. Ah, so. Dann schauen wir mal, was haben wir hier? Wir haben noch Structure Deck. Cyberstrike. Oh, wow. Okay, hier ist einiges drin. Okay, wo fangen wir denn jetzt am besten an? Komm, steigen wir mit Cyberstrike an. Ich glaube, das war damals schon Garbage und ist jetzt wahrscheinlich. Also, das ist First Edition sogar. Oh mein Gott. ist jetzt wahrscheinlich nicht viel besser geworden. Schauen wir mal. Cyberstrike. Deswegen ist es die First Edition. Gibt es da nicht? Ich glaube, davon gab es noch keine Displays, oder? Ne. Muss man einzeln gucken. Sprache Deutsch. Und weil das Ding halt einen direkten Reprint bekommen hat, ist das Ding natürlich. Ja. Der Preis unterscheidet sich nicht so stark von beiden. Wenn man sich das mal anguckt, was haben wir denn hier? Was ist so die letzten Wochen? Natürlich, die Impermanence ist sehr gefragt momentan daraus. Gibt aber auch viele günstige Anbieter. Hier sind ein paar. Irgendwo so bei 6,80, 6,90 würde ich das, glaube ich, ransetzen. Auch trotz First. Das ist halt literally Chaos. Machen wir 6,80 pro Structure Deck. Werde ich hier gleich eingeblendet haben, was das eigentlich wert ist insgesamt, weil jetzt habe ich keine Lust, das mal 8 zu rechnen im Kopf. Und dann schauen wir uns mal gleich nochmal auf Phantom Rage. Das hat sich auch, glaube ich, null tangiert seitdem. Auch wenn Zeus natürlich da drin sehr interessant ist immer noch.
und jetzt dank Purely halt noch dümmer wird, hat sich, glaube ich, das Display-Set jetzt, glaube ich, seitdem wir es da wahrscheinlich eingepackt haben, nicht wirklich verändert, oder? Wir haben hier so ein paar günstige Anbieter. Es war die ganze Zeit bei 50 Euro rum. Ja, vielleicht ist ein bisschen höher gegangen. Vielleicht war es damals auch 45 oder so. Könnte gewesen sein. Hier bin ich sogar noch mit meinen. Ich habe immer noch einiges davon. Machen wir 50, auch wenn hier gar nicht mehr so viele Mengen sind, sind es halt ein paar gute Händler. Machen wir 50 Euro. Sagen wir mal 50 Euro für ein deutsches Display von Phantom Rage. Und dann kommen wir nochmal zu Genesis Impact. Yay! Auch wenn Drytron, ja, jetzt nicht so mehr spielbar ist wie früher, aber halt Lila Twin, also die Evil Twins halt deutlich spielbarer geworden sind. Natürlich durch den Reprint in den, ich glaube, das war in Battles of Legend Crystal Revenge letztes Jahr? Ich glaube, ja. Hat aus dem Set nicht unbedingt geholfen, wertvoller zu werden. Ich weiß auch gar nicht, ob es Trash damals war. Ich könnte mir vorstellen, dass es Trash war. Ich kann mir vorstellen, dass es bei 35 war. Jetzt ist es gar nicht mal so bad, muss ich sagen. Wow. Das ist ja schon wieder bei fast 45. Das ist ja quasi bei 45, 46 Euro wieder zurück. What happened? Interesting. Vielleicht wirklich zieht das wieder so ein bisschen. Sind ja natürlich. Jedes der Decks hat ja Support bekommen jetzt in der letzten Saison, kriegt auch noch weiteren Support hier und da. Mir ein, aber das ein kleiner gewerblicher Händler. Das ist schwierig. Ich würde einfach irgendwie so einen Durchschnitt nehmen, einfach von, ich sag mal 46. Ich glaube, damals war das Set auch nicht so amazing. Ich glaube, 46 sollte passen. Ich nehme an, dass jetzt die englischen wahrscheinlich, die sind die immer noch günstig weggehen oder günstiger, kann ich mir vorstellen. Ja, genau, das ist das, was halt runterzählt. Und deswegen ist es so ein bisschen chaotisch. Die Deutschen auf jeden Fall deutlich beliebter. Ich bin surprised. Sehr cool. Und dann kommen wir zu den coolen Sachen. Da haben wir jetzt The Grand Creators. Ich glaube, auf Deutsch und auf Englisch, ich glaube, die sind zu Release das gewesen, was sie jetzt immer noch sind. Wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen, ups, runtergegangen. Weil die kriegen ja jetzt auch noch Reprints in der Megaton, in der diesjährigen Megaton. Schauen wir mal. Okay. Haben jetzt den englischen. Sure, dann nehmen wir den englischen, den haben wir auch daneben. oder? Nee, warte, Moment. Wir haben keinen englischen, wir haben eine deutsche. Wir haben zwei deutsche? What? Hatte ich letztes Jahr keine. Ich glaube, ich hatte keine englischen mehr über, ne? Das heißt, wir haben einfach zwei deutsche gemacht. Ja, geil. Dann gehen wir natürlich auf Deutsch rüber. In Englisch vollkommen egal, vergisst, was ich hier gezeigt habe. Ja. Es wandert so bei 54, 45, so, 55, so, dann habe ich auch noch meine zwei Displays. Und dann haben wir hier auch halt einfach nochmal zwei The Grand Creators in Deutsch, die wir hier einfach mit reingetan haben. Ich glaube, dann hatte ich wahrscheinlich die englischen alle leer verkauft gehabt und das waren auch so ein bisschen die Reste, die ich hatte. Zwei Grand Creators und ich glaube, pro Display würde ich hier, das sind ja alles Österreich, ich würde sagen, 54 Euro ist hier eine sehr faire Bewertung dafür. Für diese Displays. Ich glaube, das müsste ungefähr dort sein, auch wo es zu Release gewesen ist, wenn ich mich nicht irre. So, und nun kommen wir zum Highlight, nämlich zu Battles of Chaos. Da haben wir ein deutsches Display, das ein bisschen mitgenommen ist hier oben an der Ecke. Und wir haben ein englisches. Ich glaube, wir gucken uns erstmal das Englische an, weil ich habe die letzten deutschen Displays verkauft gehabt. Oh, ich glaube, Februar diesen Jahres und da gehen die schon für 65 weg. Also das ist insane. Über Weihnachten sind die Dinge halt richtig teuer geworden und ich glaube nicht, dass das jetzt viel weniger geworden ist. Da schauen wir mal rein. Wir sind jetzt natürlich auf dem deutschen Filter. Ich gucke einfach mal nicht hin, was da drauf steht, sondern switche direkt einfach mal auf den englischen und den deutschen schauen wir uns gleich mal an. Ich habe nur auf den linken Balken geguckt. Oh wow, die englischen sind sogar hoch. Die waren nämlich damals immer so 10 Euro, oder keine Ahnung, die waren immer bei 55, 56 und die anderen waren auf 65. Die englischen sind quasi bei 64, 65. Nehmen wir mal an, diese 65 unten sind wahrscheinlich die englischen, die deutschen. Haben die immer noch wahrscheinlich die Differenz und ist einfach jetzt um 10 Euro hochgegangen. Ich würde sagen, ein englisches Display, sagen wir 65 Euro. Ich glaube, das ist fair als Bewertung. Das ist ein sehr schöner Anstieg, glaube ich. Ich glaube, damals zum Release, als wir es da hingepackt haben, war das bestimmt 50 oder so, könnte ich mir vorstellen. Und nun schauen wir uns die Deutschen an. Da habe ich eben gerade nämlich gar nicht hingeguckt. Da haben wir halt noch eins. Hat eine kleine Delle hier oben. Sollte aber eigentlich nichts dem zumachen oder dem halt schaden.
ist natürlich nicht ganz so mint, wie man es haben möchte, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, hat man dann keine mehr über oder habe ich einfach das übersehen, dass der angedellt war? Oder hat er eine Delle bekommen hier drin? I don't know. Maybe. Vielleicht eins von beiden. Kann ich mir nachher, wenn ich mir die Footage angucke vom letzten Jahr, sehe ich das dann. Was gehen denn die Deutschen? Holy Macaroni! Holy smokes! Eieieiei! Wow, that is insane. wow, this is crazy. Ich glaube, dann nehmen wir die 78 Euro einfach. Ja, auch wenn es eher bei 80 wäre, dadurch, dass das Display halt nicht mehr ganz mint ist, dadurch, dass es hier so eine kleine Delle oben hat, hier. Das wird aber den Boostern nichts ausgemacht haben, weil es ist zu klein, um den Boostern überhaupt irgendwas zu machen. Die haben halt ja so ein Spacing oben quasi. Das macht keinen Unterschied und an der Seite ist halt komplett perfekt. Wow. Das fühlt sich nach einer sehr guten Zeitkapsel an. Ich bin gespannt, was sich da nachher gleich rechnerisch ergibt. Aber ich glaube, wir kommen diesmal endlich mal seit einer sehr langen Zeit mit einem ordentlichen Plus raus. Mal gucken, wir sehen uns gleich vorne wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder und yes, es hat geklappt. Ich wusste es, dass es klappen wird. Oh, finally, endlich mal wieder eine Box, die nicht plus minus null ist oder minus. Endlich mal wieder was Erfolgreiches. Da sieht man die erste Box 2022 und es läuft gleich viel besser. Ich habe so ein Gefühl, dass unsere Boxen vom letzten Jahr deutlich mehr Spaß machen werden als die Boxen von Jahr davor. Und ja, am Ende sind wir mit einem schönen Plus rausgegangen. Wir haben insgesamt 12% Plus gemacht, was immer noch so schmunzelnd ist. Okay, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Inflation über das letzte Jahr anschaut, sind wir auch wieder plus minus quasi gegangen, was normalerweise eigentlich ein schöner Gewinn wäre es momentan, vielleicht eher so nicht ganz so groß, aber ich nehme alles mit. Wir sind jetzt bei 401 Euro und ich glaube, das müssten 40 sein. Ansonsten steht hier gleich nochmal das Richtige. Was wir insgesamt ja, an Wert haben von dieser Sammlung, die wir da zusammengetragen haben. Und ich muss sagen, wow, ich hätte vielleicht nochmal Battle of Chaos noch ein paar hier und da mehr lagern sollen. Das ist ein Set, was ordentlich abgegangen ist. So hätte man sich's gewünscht. Weil das war ja das erste 2022er-Set, wenn so ein bisschen mehr 2021 auch so damit lief, dass dann da auch ein bisschen die Sets ein bisschen geiler gewesen wären. Aber hey, man kann nicht alles haben. Ich bin sehr zufrieden und ja, die nächsten Mal, ich glaube das nächste Mal wird es interessant, weil dann wir was ganz Spezielles machen, was ihr schon immer wolltet, was ich auch schon im Vornherein geplant hatte, was dann beim nächsten Mal auch, dann glaube ich, klappen wird, wenn wir es dann revealen werden. Und dann werden wir halt, wie ich schon bereits eingangs erwähnt hatte, als wir mit dem Zukunftssicher, also mit mir übernommen haben vorhin, wir haben letztes Jahr nicht ganz so viele Zeitkapseln gemacht, wie das Jahr davor, aber dafür halt umso qualitativ besser wahrscheinlich, müssen wir mal schauen, mit deutlich mehr gefüllten Kram. Das heißt, ich werde noch die ein oder andere Abwechslung dieses Jahr noch erwarten und mal gucken, ob wir das jetzt weiterhin monatlich, zweimonatlich machen. Wir hatten ja eine kleine Pause jetzt gehabt, weil so viel anderer Stuff gewesen ist die letzten Wochen. Ich guck mal, wie wir das mit dem Zeitplan schaffen, dass wir die nächste Episode dann auch rauskriegen. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen und ich wünsche euch noch viel Spaß mit den künftigen Episoden. Dafür einen Cut zu haben, richtig schlecht.